Normalerweise wäre ich mit meinem letzten Buch momentan auf Lesereise bei Lesungen und Vorträgen, aber wie es momentan aussieht, werden da alle weiteren Veranstaltungen ausfallen. Deswegen dachte ich mir, stelle ich euch heute hier an dieser Stelle dieses Buch hier vor. Und zwar Ludovica, Sisis Mutter und ihr Jahrhundert ist der Titel. Es ist genau vor einem Jahr im März 2019 im August Dresbach Verlag erschienen. Es geht im Mittelpunkt dieses Buches steht Herzogin Ludovica in Bayern, die vor allem berühmt geworden ist dadurch, dass sie die Mutter von Kaiserin Elisabeth von Österreich war. Diese ist besser bekannt als die gute Sissi. Ludovicas Bild in der Öffentlichkeit ist komplett geprägt durch die Filme, die Ernst Marischka in den 50er Jahren gedreht hat. Und was hier sehr spannend zu sehen ist, dass von der historischen Persönlichkeit bislang fast gar nichts bekannt war. Und alles, was man zu ihr gefunden hat, eigentlich Material ist, Dinge sind, die in den Filmen vorkommen. Das war sozusagen die Grundlage, diese Biografie zu schreiben. Was für mich als Historiker besonders wichtig ist, ist es, Bücher zu schreiben, die wissenschaftlich fundiert recherchiert sind, die aber gleichzeitig gut lesbar sind, so dass sie auch einem größeren Publikum zugänglich sind und man das Ganze auch flüssig lesen kann. Stellenweise liest sich vielleicht wie ein Roman, aber es ist kein Roman, es ist wirklich ein Sachbuch. Ich stell euch mal ganz kurz an einer kleinen Stelle vor, wie das dann im Endeffekt klingt. Kurz vorweg, Ludovica ist eine bayerische Königstochter. Sie ist im Jahre 1808 hier in München auf die Welt gekommen. Ihr Vater ist König Max I. Joseph von Bayern gewesen, ihre Mutter Königin Caroline von Bayern. Wir steigen in die Geschichte im Jahre 1828 ein. Da ist Ludovica bereits halbwaise. Ihr Vater ist 3 Jahre vorher gestorben. Und an der Stelle, wo wir beginnen, wird Ludovica verheiratet mit einem nahen Verwandten, und zwar mit Herzog Maximilian in Bayern. Kapitel 11, Szenen einer Ehe. Die Trauung findet am 8. September 1828 in der barocken Kirche St. Quirinus der ehemaligen Benediktinerabtei direkt am Ufer des Tegernsees statt. Ludovica hat hier viele glückliche Tage ihrer Kindheit verbracht, aber dieser Tag dürfte ihr schwer gefallen sein. Die Hochzeitsgäste durchschreiten das prunkvolle, schmiedeeiserne Gitter der Kirche und während die Gefolgsleute und der Landadel in den Kirchenbänken Platz nehmen, versammelt sich die Familie im Presbyterium rund um das Hochzeitspaar. Ob die Damen und Herren in den Kirchenbänken gesehen haben, dass sich das Brautpaar beim Jawort nicht einmal ansieht? Oder ist das nur den Umstehenden aufgefallen? Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt der Hofkapellmeister Johann Kaspar Eiblinger, der extra für diesen Anlass ein Te Deum für 4 Stimmen komponiert. Als das frisch vermählte Paar vor die Kirche tritt, haben sich dort schon Musikanten aus dem nahegelegenen Miesbach versammelt und spielen auf. Zur gleichen Zeit legen 60 Schiffe am gegenüberliegenden Ufer ab und rudern von Fackeln erhellt über den See, um sich halbkreisförmig um den Ort Tegernsee aufzubauen. Hier überreicht der Bürgermeister der Gemeinde, Ludovica und Max, ihre Geschenke, die aus einheimischen Gaben aller Art bestehen. Es kommt deutlich zum Ausdruck, wie eng verbunden sich die Bevölkerung des Tegernseer Tals mit der bayerischen Herrscherfamilie fühlt. Wenn man in der Literatur etwas über Ludovicas Hochzeit liest, so stößt man unweigerlich auf die Geschichte, dass sie noch am Tag ihrer Hochzeit beim Werfen ihres Brautstraußes ihre Ehe und alle Nachkommen daraus verflucht habe mit den Worten: Dieser Ehe und allem, was daraus hervorgeht, soll der Segen Gottes fehlen bis ans Ende.
Verfolgt man zurück, aus welcher Quelle diese Geschichte stammt, so landet man bei den Lebenserinnerungen einer ihrer Enkelinnen. Diese Dame erblickt erst 30 Jahre nach dem Ereignis das Licht der Welt, kann also Ludovicas angeblichen Fluch nur aus Erzählungen gekannt haben. Berücksichtigt man, dass die Enkelin ihre Erinnerungen nur publiziert, um mit dem Werk möglichst viel Geld zu verdienen und aus diesem Grund zahlreiche skurrile Anekdoten erfindet, um ihre Familie in einem möglichst ungünstigen Licht erscheinen zu lassen, so liegt es nahe, dass auch Ludovicas angeblicher Fluch ihrer Fantasie entspringt. Gegen eine derart theatralische Geste spricht auch Ludovicas nüchternes Wesen. Außerdem wird ihr angeblicher Fluch trotz der vielen Anwesenden durch keine einzige weitere Quelle belegt. Mitte September 1828, 5 Tage nach der Hochzeit, trifft am Tegernsee ein Bote ein. Er soll einen Brief überbringen, der an die Königin-Witwe Caroline gerichtet ist. Ludovicas Mutter dürfte nicht schlecht gestaunt haben, was sie da zu lesen bekommt. Don Miguel von Braganza, die große Liebe ihrer eben verheirateten Tochter, ist vor wenigen Wochen zum König von Portugal ausgerufen worden. Eine seiner ersten Amtshandlungen besteht darin, einen Gesandten mit einem Brief ins ferne Bayern zu schicken, mit dem er um die Hand von Prinzessin Ludovica anhält. Caroline bleibt nichts anderes übrig, als dem neuen portugiesischen König mitzuteilen, dass ihre Tochter mittlerweile verheiratet ist. Um Ludovicas Gefühle zu schonen, sagt ihr ihre Mutter nichts davon, dass Miguels Liebe zu ihr immer noch zu stark ist, dass er sie unbedingt als Königin an seiner Seite haben möchte. Von diesem erneuten Heiratsantrag, der, wäre er früher eingetroffen, eventuell ihr Leben vollkommen verändert hätte, erfährt Ludovica erst sehr viel später in ihrem Leben. Sie erzählt sowohl ihrer Enkelin Amelie davon, als auch deren Hofdame Marie von Redwitz. In den Aufzeichnungen der beiden ist das Geschehen noch ein klein wenig zugespitzt, denn der Bote mit dem Brief kommt hier nur einen Tag nach der Hochzeit in Tegernsee an. Was sich anhört wie ein Szenario aus einem Märchen, der Heiratsantrag eines Königs aus einem fernen Land am Ozean, der nur einen Tag zu spät eintrifft, hat tatsächlich so stattgefunden. Wir haben dafür einen eindeutigen Beleg. Und zwar stammt dieser von Ludovicas Schwager, dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. An der Hochzeit nimmt er, wohl aus religiösen Gründen, nicht teil. Aber Ende September 1828 hält er sich auch in Tegernsee auf und schreibt seinem Vater am 30. des Monats einen Brief, kurz bevor er nach Italien reist. Das Neueste, was es hier gibt, ist, dass 5 Tage nach Schwägerin Luisens Vermählung ein Brief von Don Miguel an die Königin eingegangen ist, in welchem er um Luisens Hand in optima forma wirbt. Man hat es der neuen Herzogin in Bayern verschwiegen, weil man das Erwachen einer alten Liebe fürchtet. Was für eine Ironie des Schicksals. Als königliche Prinzessin durfte Ludovica keinen Roman lesen und sollte nichts von der Liebe wissen, um am Ende ohne Widerspruch den Mann zu heiraten, der für sie ausgesucht wurde. Und genau ihr widerfährt eine Liebesgeschichte, die genauso gut aus einem griechischen Drama stammen könnte. Soweit an dieser Stelle aus dem Kapitel 11, Szenen einer Ehe. Wenn ihr euch jetzt dafür interessieren solltet, wo genau Don Miguel von Braganza und Ludovica sich kennengelernt haben, warum Ludovica in den Quellen Luise genannt wird und wie es mit der Ehe von Ludovica und Max weitergeht, dann empfehle ich euch für diese Tage, in denen man viel Zeit zum Lesen hat, Ludovica, Sissis Mutter und ihr Jahrhundert, erschienen im August Dresbach Verlag, 36 € ist der Preis. Bleibt gesund und alles Gute.